Dass Spezialkräfte mit zusätzlichem Gepäck aus dem Flugzeug springen, ist nichts Ungewöhnliches. Der Freifall auf dem Bild hat allerdings keine gewöhnliche Last zwischen den Beinen, sondern einen 23 Kilogramm schweren Atomsprengkopf. Die taktische Kernwaffe wurde während des Kalten Krieges entwickelt und konnte von einem einzelnen Mann getragen werden. Die geringe Größe ermöglicht einen flexiblen und unerkannten Einsatz hinter feindlichen Linien, um Infrastruktur wie Häfen, Fabriken und Kraftwerke zu zerstören. Mit größeren Versionen sollten Geländeabschnitte an der innerdeutschen Grenze gesperrt werden, um den zahlenmäßig überlegenen Feinden das Vorgehen zu erschweren. Anders als bei vielen anderen Atomsprengköpfen konnte die kleine Bombe auch von einem einzelnen Soldaten gezündet werden, ohne dass eine zweite Person bestätigen musste. Sobald der Timer oder Sprengdraht scharf gemacht wurde, sollten die Spezialkräfte ausweichen. In der Realität hätte die Entfernung jedoch niemals ausgereicht, um eine Eigengefahr auszuschließen. Der Draht zur Fernzündung war gerade einmal 100 Meter lang. Es war eine Kamikaze-Mission, die glücklicherweise nie ausgeführt wurde. Nach heftiger Kritik, insbesondere aus Deutschland, wurden die letzten Bomben dieser Art in den 80ern entwaffnet.